Hallo, willkommen allerseits. Bastaflex ist hier mit dem The Shepherd 82 on Channel Ephraim Chart. Ganz genau. Ja, das wird das letzte Video werden von Earthbound nach fast 90 Videos. Ich glaube, das wird das 89. Video werden. Unendlich, wir haben über was eineinhalb Jahre gebraucht für dieses Spiel. Unglaublich. Ja, was? Aber wir sind gut, denn ich habe das mit einem Solo-Projekt schon quasi überboten. Ich war schlechter, ich habe 105 oder so gebraucht. Ja, nee, es ist auch ein langes Spiel, muss ich sagen. Also wenn man wirklich alles macht, man, nicht schlecht. So, dann konzentrieren wir uns hier auf das Spiel. Und wir müssen ja die Paula nach Hause begleiten, aber hier haben wir noch irgendwelche Geschenke bekommen und die gucken wir uns doch mal an. Das hat uns Chuck, das letzte Mal hat er die Geschenke hier gelassen. Und es ist ein Brief von Tony. Und Flex nimmt ihn natürlich. Also ich nehme zuerst mal alle Briefe, ja. Oder Pakete. Genau, und da ist ein Brief von unserer Mutter. Und von den Kindern. Ich denke, das ist von Paula, von den... Aus dem Heim. Ganz genau. Dann gucken wir uns die doch mal an. geht es jetzt besser für dich zum Lesen, Jack? Willst du auch? Im Moment lese ich noch gar nichts. Ich habe im Moment noch ein großes... ja, jetzt bist du auf Briefe. Okay. Bewegt sich sehr langsam. Deswegen... Ich sag aber Bescheid, so dass man es besser lesen kann. Lieber Jeff, alles läuft hier großartig. Ich wünschte, ich hätte mit dir zusammen auf die Reise gehen können. Selbst wenn du weit weg bist. Aber anstattdessen sitze ich hier und warte auf dich in Winters. Ich möchte dich so schnell wie möglich sehen. Ich kann nicht abwarten, dein niedliches Gesicht zu sehen. Ich wette, deine Brille ist dreckig. Wenn du zurückkommst, dann mache ich sie dir sauber. Das ist ein Freund, ja. Ja. Wie ich sagte, ich warte auf dich. Dein. Für immer dein, Toni. Ja. Bitte, PS, bitte zeig diesen Brief niemandem. Jetzt haben sie alle gesehen. dann lese ich mal einen Brief vor, der unsere Mutter uns geschickt hat. Lieber Flex, wie geht es dir? Seit du das Haus verlassen hast für deine Reise, haben sich sehr viele Sachen verändert. Ich habe zum Beispiel nicht mehr so viel Wäsche. Ja. Das kennt jeder Mutter so. Und ich glaube, wir haben auch nicht mehr so viel Pizza, wie wir auch schon hatten. Papa hat immer eingekauft, ja. Das Telefon hat eingekauft. Ich habe irgendwie gehört, dass du irgendein universelles teuflischen Charakter getötet hast. Was es auch immer war. Googie oder so hieß er nochmal? Das klingt alles wirklich wunderbar. So, bitte, beeil dich und komm nach Hause, okay? Tracy, Jack und ich, wir warten auf dich. In Liebe, Mama. Und willst du noch einen Brief von den Kindern vorlesen? Ja, klar. Dear Paula, wie geht's dir? Uns geht's gut. Das sind alle Kinder, die wahrscheinlich das aufschreiben. Ja, genau, ja, gut. Oder uns geht's gut, mir geht's gut. Und so, mir auch. Und so, auch mir auch. Und mir...
mir geht's okay. Bitte komm zurück zu uns und spiel mit uns. Alt, was? Und bitte komm und spiel mit uns wieder an der... Was steht da? Polestar Preschool, genau. Siehst du noch was? Okay, dann lese ich das vor. Oh, und noch eines. Bitte bring uns Geschenke mit, wenn du einige hast. Herzlich, deine Freunde von der Polestar Preschool. Ja. Ja, und jetzt, lieber Jack, jetzt könnte man die ganze Welt hier bereisen, die ganze Welt von Earthbound. Und ich glaube, sie haben sich wirklich extremst viel Mühe gegeben. Sie haben fast allen Charakteren, die man finden kann, haben sie neuen Text gemacht. Das ist wirklich unglaublich. Aber eben, um all diese Unterschiede zu zeigen, das würde alleine schon wieder ganz viele Videos in Anspruch nehmen. Ich glaube, wir machen es ganz simpel und wir transportieren uns jetzt hier zurück nach... Ja, was hältst du davon, wenn du es so machst, dass du die besten Dinge herauspickst? Du hast das ja schon mal gespielt, du weißt ja vielleicht, wo es ganz lustig ist. Mhm. Und wählst diese Sachen aus. Ich wüsste es gar nicht. Ich bin damals einfach nur nach Hause gegangen. Das hat schon viel Zeit in Anspruch genommen. So. Okay. Aber wir gehen jetzt zuerst mal... Nee, ich glaube, wir gehen jetzt nach Onnit zuerst. Wir transportieren uns. Ja. Das war letztes Mal das deutsche Wort für Warp. Ja, genau. Oh, wow! Okay, der sagt nichts Neues, okay. Aber wir wollen jetzt nicht mehr lange zögern nach unserer langen Reise und bringen unsere neue Freundin Paula mit nach Hause. Eigentlich möchte sie ja, dass wir sie in die Preschool bringen, nach Hause zu ihrem Vater, aber wir können sie auch zuerst zu uns nach Hause bringen und unserer Mutter vorstellen. Oh. Ich soll jetzt wirklich nach Hause gehen. Ich sollte nicht einfach hier herum spazieren gehen. Denkst du das nicht auch so? Was denken wir denn? Soll Ness jetzt reingehen? Ja, ja. Also ich denke, sie sollte ruhig mitkommen, weil, ne? Sie kommt schon vorm Haus. Genau. Okay, sie will unbedingt nach Tucson zurück. Nee, ich gehe jetzt rein. Und da ist unsere Mutter. Wow, du bist so ein starker junger Mann geworden. Ich will all deine Geschichten hören. Aber ich will dich jetzt nicht nerven. Sobald du hier in die Tür reintrittst und ich will dich nicht nerven mit meinem Gelaber. Ich will doch zuerst deine neue Freundin hier kennenlernen. Oh, es ist so schön, dich kennenzulernen, Paula. Und jetzt sind all deine Gespräche mit all den Leuten, die du getroffen hast in deinem Abenteuer, sind jetzt vorüber. Bitte, kommt wieder zurück hier. Der Photoman, der Mr. Photographic Guy, hat ein Album vorbeigebracht. Oh my goodness. Und ich möchte das mit dir zusammen angucken. Ja, das können wir machen. Machen wir jetzt aber noch nicht. Und du weißt ja noch, dass Pokey, der hat hier ja nebenan gewohnt. Ist er hier? Wo ist Pokey? Das ist ein anderer, das ist nicht der Vater. Salutations! Du bist doch der Junge von nebenan. Ich habe gehört, dass deine Familie Schulden hat. Mrs. Minch hat mir davon erzählt. Ja, irgendwas. Well, live and learn. You just have to keep
Plugin away. Okay, irgendwas? Keine Ahnung. Lebe und lerne und mach es besser, sozusagen. Ich denke, das könnte man so übersetzen. Ich geh mal gucken, ob Pokey hier ist. Aber das ist nur Picky, der Bruder. Ah, ich habe dich schon ganz lange nicht mehr gesehen. Du siehst so cool aus. Ich bin nur halb so cool wie du. Ich bin nur so durchschnittscool. Ja, was ist denn das? Okay, das Bett ist leer. Und, das kann ich verraten. Pokey macht einen Return. Da kommt im dritten Teil von Earthbound zurück. Oh. Den haben deine Zuschauer dann ja quasi schon gesehen. Ich glaube, die haben es noch nicht gesehen. Ich bin mir auch noch nicht sicher, es würde noch eine Weile gehen, bis ich dort fertig werden würde. Mal gucken, wie ich's mache. Und ich glaube, wenn es dich nicht stört, lieber Jack, gehen wir uns doch. Mhm. Machen wir das Video nicht allzu lange und ja, gehen jetzt das Foto-Album angucken. Ja, wow. Ich will immer mal sehen, was der lustige Fotograf so geschossen hat. Ja, genau. Hast du alles erledigt, was du noch machen wolltest? Natürlich doch. Okay, jetzt kannst du endlich deine unglaublichen Erfahrungen mit mir teilen. Du hast es so gut geschafft. Und ja, meine lieben Freunde, Jack, das ist das Ende von Earthbound. Oh, die hampeln ja richtig vor Freude nach dem Fotoalbum. Ja, schon. Da ist unsere Schwester aus dem Bringdienst. Ja, genau. Und hier kommen nochmal alle. The Picky. Picky Minch. Lardner Minch. Aloha Minch. Picky Minch. The Pokey und Bass natürlich. Lear Exaggerate. The Frankie, einer der ersten Bosse, den wir bekämpfen mussten. The Sharks. BH Perkle. Captain Strong. Ja, wir müssen ja die Polizei ab. verdreschen, eigentlich. Die haben es wohl verdient gehabt, die paar Kollegen da. Ja, wenn ich mir das vorstelle, wir müssen mit einem Baseballschläger bewaffnet gegen Polizei kämpfen. Ja. Geil. Wir verdreschen nicht nur die schwarzen Monster unter unserem Bett, sondern auch die Polizisten. Oh, die Runaway 5. Ja, genau. Und die Happy Happiest, wenn du dich noch an die erinnern kannst. Ja, schwach natürlich. Car Painter. Ja, das war der Boss. Der hat uns ja damals einen Franklin Badge haben wir bekommen. Genau. Und Bubble Monkey, Tony Maxwell, Tessie. Und die Tessie Stalker quasi. Ja, genau. Und Brick Road, der ja einen eigenen Dungeon geworden ist am Schluss. Genau. Der nur noch ein Bild. War an der Stein. Mr. Undernuts und Jeff. Meine Lieblingscharaktere, Mr. Saturn. In ihrer eigenen Schrift. Und der Meister Kotze. George Montagu, Gerardo. Auch alles Charaktere, die wir ganz, ganz kurz nur hatten. Ja, genau. Und auch so wie Talarama und bei diesen ganzen Affen in diesem Dungeon. Monopoly. Venus, das war der Auftritt. Ja, genau. Chuck's Master. Star Master. Ja, der gesellt gleich dazu. Ja, und hier, Dungeon Man als Riesenstatue. Ja, das war auch eine Idee, ey. Gosh. Die Tender. Oh, das war so nervig. Und die armen Flying Man.
Ja, da ist aber nur einer von draufgegangen. Ja, das ist cool. Wow. Wenn man zurückgegangen wäre in Magic Hand, hätte man die wenn man einen verloren hat, hätte man einen Grabstein gesehen. Oh, ach so. Wir waren aber zu gut dafür. Das ist so. Wir haben sie am Leben gehalten. Alter Schwede. Unser Vater, das Telefon. Ah, da bin ich. Genau. Und einmal die Victory zum Schluss. Fuzzy Pickles. Fuzzy Pickles. Oh, und wer kommt denn da? Oh, mein Erzfeind. Na, mal sehen, was der jetzt für Fotos uns zeigt. Ob die so gut sind, wie die dir geschossen hat auf dem Bildschirm, oder ob die was Schöneres zeigen. Er macht jetzt ein Foto von uns, wahrscheinlich. Oh. Ich hoffe, das wird nicht so scheiße, wie ich sonst auf Fotos aussehe. Ja, ich glaube, das war effektiv das erste, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, ob es die wirklich auch anpasst. Autumn. Ach so, die sind alle in Sepia gehalten. Ja, genau. Hätte man denn jetzt quasi Jeff und Chuck auch nochmal besuchen können oder nicht? Doch, man könnte alles besuchen. Ach so. Also die wären dann auch da, wo sie eigentlich waren vorher. Ja, genau. Also Jeff ist immer noch bei den Mr. Saturns in Saturn Valley. Ja. Aber Chuck, der ist zurück in Galam. Und ich glaube, die Runaway 5, die hießen im Japanischen auch anders. Aber wegen Copyright Strikes und so haben sie das geändert. Und sie haben sehr stark den Blues Brothers ähnlich gesehen. Ja. Das stimmt, ja. Und was hast du jetzt in Videospielen, dass Programmierer inspiriert sind von Filmen? Ja, das ist so. Und ich glaube. Red nur. Ich wollte gerade sagen, meine Güte, ich fasse es nicht. Einer von den Walkthroughs, die schon anderthalb Jahre gehen, oder über ein Jahr ein wenig, mal wieder einer zu Ende davon. Ist doch schön! Ja, auf jeden Fall. Es ist immer schön, wenn man ein Happy Ending hat am Ende. Und die Sache fertig ist. Das ist gut. Und es ist geil, es ist eigentlich nur der Nest, der immer das Victory-Zeichen macht und die anderen stehen einfach nur blöde rum. Ja. Die haben sich auch gedacht, was will dieser blöde Penner denn jetzt? Was für ein Spasti, ey. Ja. Und ich glaube, am Ende von dieser Melodie, die hörst du ja jetzt leider nicht, aber die kannst du dann hören, sagt Ness sogar was. Es ist was digitalisiert. Ein Voice-Sample, glaube ich. Selten. Eben. State Museum. Ja, es ist schon ein recht langes Spiel, wenn ich so überlege. Ja, gut, du, das ist wirklich, wenn man die Sequenz was du alles, ich habe ja keine Kämpfe geschnitten wie du. Mhm. Hättest du jetzt alle Kämpfe drin gelassen von dir? Ja. Hätten wir bestimmt auch irgendwie 106 Videos gehabt oder 109. Ja, noch mehr wahrscheinlich. Oh, guck mal. Hirokazu Belch Koyano. Hirokazu Kotze Koyano. Kawaguchi, Kaito Kato, Ikuo Hyakuta und Yukari Saito. Und natürlich darf Takashi nicht fehlen. Und Ryo, Atsuko, Akio, Ritsuo, Kenchi. Und da kann man mal sehen, immer wieder faszinierend, jedes Mal, wenn ich ein Spiel durchhabe, was viele. Meistens Spiele, die sehr lange gedauert haben, in den Anfangszeiten vor dem Super Nintendo sogar
hat es noch mehr Menschen in Anspruch genommen. Wie viele Menschen an einem tollen Projekt teilgenommen haben, etwas Tolles auf die Beine gestellt haben mit ihren Mitteln. Und heutzutage hast du nicht mal mehr ein Viertel von den Namen, wenn ein Abspann kommt. Ja, schon krass. Oder genau das Umgekehrte, so wie zum Beispiel, du kennst ja sicher Another World. Ja, ja, ja. Das hat nur eigentlich eine Person gemacht, das ganze Spiel. Ja gut, das ist aber dann eine Ausnahme. Also ich hab's nie durchgespielt, deswegen weiß ich das nicht. Ich hatte es zwar mal als auf der Konsole, aber ich habe da noch nicht mal das erste Level geschafft und irgendwann habe ich aufgegeben. Ich hab's auf dem Amiga durchgezockt und auch ein Let's Play gemacht. Von dem. Von dem ganzen Spiel? Ja. Oh, cool. Hat nicht so viele Videos. 7 Videos, glaube ich, ist es lang. Hast du per Stage Video gemacht, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe wirklich nur 15 Minuten gemacht. Das habe ich tatsächlich, ich kriege hier öfter was nicht mit. Ich habe es gestern zu Schein gesagt, er hatte was hochgeladen, ein Video, was mich interessiert hat. Und ich bekomme hier teilweise Sachen nicht angezeigt mehr, auch wenn ich die gedingst habe, wenn ich die abonniert habe, zeigt er mir nicht alles an, was mir Leute in meinem Umfeld hochgeladen haben. Ich glaube, an das kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wir sind hier und wir hören das Klopfen. Was ist denn los? Hey, little sister, who's the... Komisch, aber das... Ich glaube, das Spiel fängt einfach... Ah, mein Spicky jetzt! An das kann ich mich nicht mehr erinnern. Oh! Ein Brief von meinem Bruder, Pokey, an dich adressiert, Flex, ist gekommen. Es ist kein Stempel drauf. Ja, oh, da hat der Postbote aber einen guten Tag gehabt. Er hat es irgendwie rübergebracht, der liebe Picky. Und es steht drauf, oh, ja, komm und hol mich doch, du Loser. Spankety, spankety, spankety. Ich frage mich, wo er ist. Tja, es gibt Leute, die können niemals verlieren. Ich geben niemals auf. Das stimmt. The End. Es ist wirklich The End. Finally. Ja, und dann wünschen wir euch alles, alles Gute, unsere lieben Zuschauer, die das Ganze auch ein wenig vielleicht eventuell mitverfolgt haben. Ich verabschiede mich bei euch und...